someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me Willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben heute Sonntag. Ja, dass ich sonntags mal filme, ist auch eher unüblich. Wir sind gerade im Urlaub, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann. Ist das unser Bad? Okay, ziehen uns gerade an. Ich habe hier gerade mein Bikini an. Einfach nur ein schwarzes Oberteil. Und eine schwarze Hose. Übrigens bin ich mittlerweile total verbrannt. Ich habe richtig Sonnenbrand. Irgendwie erkennt man das hier gar nicht. Aber mein Rücken blüht. Wunderschön, ne? Ja, heute ist unser offiziell vorletzter Tag, wenn man danach geht. Morgen haben wir nur noch einen kompletten Tag. Am Dienstag geht es ja schon wieder nach Hause. Deswegen dachte ich mir, ist heute eigentlich so der perfekte Zeitpunkt, um eventuell so ein bisschen zu filmen. Wir haben heute ein bisschen was geplant. Wir gehen heute zum allerersten Mal und zum letzten Mal an den Strand. Ja, und da dachte ich mir, wäre es ja ganz cool, das ein bisschen mitzufilmen. Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir heute Abend in die Stadt wollen. Wir wollen noch so ein paar Souvenire kaufen. Souvenirs? Souvenirs? Auf jeden Fall für zu Hause. Wir brauchen natürlich noch einen Magneten für unseren Kühlschrank. Meine Family und so möchte auch noch einen Magneten haben. Deswegen werden wir den auch noch besorgen. Und sonst einfach mal gucken, was die Stadt so hergibt. Ne? Wir wollen noch in der Bar einen Cocktail trinken gehen. Da waren wir das letzte Mal auch schon, als wir hier waren. Übrigens sind wir in der Türkei. Habe ich aber ja, glaube ich, schon erzählt, ne? Im letzten Vlog. Wir sind in dem Hotel, wo wir 2021 auch schon waren. Und jetzt haben wir uns halt einfach dazu entschieden, dass wir mit Emily hier hinfliegen. Und wir sind auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden bis jetzt. Wir haben morgen, haben wir uns ja spontan, ein Tattoo-Termin gemacht. Ob ich da jetzt so begeistert von bin, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil es nicht mein normaler Tätowierer ist, sondern halt einfach ein anderer. Ich glaube, so wäre ich auch drauf, wenn ich mich zu Hause irgendwo tätowieren lassen würde. Deswegen mal schauen. Aber wie gesagt, wir machen uns jetzt auf jeden Fall gerade fertig. Ich wollte jetzt noch schnell meine Haare machen, weil so möchte ich jetzt nicht unbedingt rausgehen. Dann werden wir mal frühstücken gehen. Ich dachte mir, dass ich euch noch mal so ein kleines bisschen hier die Anlage zeige. Hier hat sich nämlich ein bisschen was verändert. Wir haben hier mittlerweile nur einen Starbucks. Ja, jeder, der uns kennt, weiß, wie Starbucks-verrückt wir sind. Allerdings, für mich irgendwo zum Guten, haben die hier nur normale Milch. Und die vertrage ich ja nicht. Die haben hier keine Hafermilch, keine Sojamilch, keine Mandelmilch, keine laktosefreie Milch, gar nichts, sondern nur ganz normale. Und damit komme ich nicht weit. Deswegen ist das für mich halt ein bisschen unnötig, sondern Tim war bis jetzt der Einzige, der da war. Das sind halt einfach Kalorien, die ich weniger zu mir nehme, ne? Wie gesagt, ich zeige euch einfach so ein kleines bisschen, wie das Hotel aussieht und werde euch dann natürlich auch unten mal reinschreiben, wie das heißt. Falls ihr da irgendwie Interesse dran habt, könnt ihr da natürlich dann gerne mal vorbeischauen. Wir können es auf jeden Fall sehr empfehlen, weil es halt einfach vor allem sehr kinderfreundlich ist. Und mit Kind halt einfach die beste Entscheidung. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal meine Haare, dann gehen wir frühstücken. Ich kriege nämlich langsam Kohldampf. You are the one that I will call when I'm drunk. You are the one that I just need to feel loving. You saved me from the broken house that I built. You took me in with open arms and I still want you back, back, want you back, back, back. Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Wo ich jetzt hier gerade stehe, kann ich euch ja direkt mal kurz eine Mini-Roomtour geben. Ich mache hier mal gerade den Schrank zu. Na, Titti? Man sieht dich. Also, hier kommt man rein. Hier ist der Eingang. Hier hat man direkt einen riesen, genau, direkt einen riesen Schrank mit Tresor, wie ihr schon gesehen habt. Hier hat man dann das Ding für die Karte, damit halt die Klimaanlage und so funktioniert. Lichtschalter, tritratralala. Hier ist dann das Bad. Klein und schnuckelig, nichts Besonderes. Einfach Klo, Dusche, Waschbecken. Mehr braucht man ja eigentlich auch nicht, ne? Hier gibt es übrigens auch extra noch so einen Spiegel. Es gibt noch einen Föhn. Dann wird einem hier auch alles gestellt. Also Seife, Shampoo, Duschgel etc.
Da drin ist auch noch ein Ding mit Shampoo und Duschgel. Man hat eigentlich wirklich alles, was man braucht. Machen wir jetzt aber mal aus, weil wir ja jetzt gehen. Und hier ist eigentlich schon der Rest des Zimmers. Habe ich euch ja, glaube ich, in dem letzten Video auch schon gezeigt, also im letzten Urlaubsvlog. Nichts Atemberaubendes, halt einfach nur ein ganz normales Zimmer, ne? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, hier ist es einigermaßen ordentlich. Wir versuchen es tatsächlich immer wie so einen Riesensaustall zu hinterlassen, wenn die Zimmerputzfrauen hier kommen. Ja. Aber ist halt leider nicht immer so einfach, weil man halt gefühlt 3 Milliarden Sachen dabei hat, ne? Genau, also wir haben hier einfach nur so eine Bank, die wir halt als Ablage für Schuhe und so benutzen. Dann haben wir eine Minibar, die ist übrigens auch komplett kostenlos. Da hinten noch Wasserkocher und alles, die haben wir bei unseren eigenen dabei. Stuhl, da ist theoretisch noch ein Fenster. Hier hat man noch einen Tisch mit einem Höckerchen und hier hat man dann einfach schon sein Bett mit Lichtschaltern, Steckdosen etc. Und da oben ist übrigens auch noch die Klimaanlage. Sehr, sehr nützlich, ne? Also wie gesagt, ich finde, das Zimmer ist schön, klein, schnuckelig. Wir haben extra noch ein Bett für Emily bekommen, was wir nicht wirklich benutzen. Die meiste Zeit liegt sie nämlich genau da, zwischen diesem kleinen Fleckchen. Und hier ist unser Ausblick. Also ich muss ganz ehrlich sein, diesmal bin ich nicht so zufrieden mit unserem Ausblick. Wir haben nämlich einfach direkt einen Blick auf die Lobby. Da ist die Lobby, ja. Gut, ist jetzt nicht so wunderschön, ne? Aber gibt definitiv Schlimmeres. Wir saßen bis jetzt keinen einzigen Abend auf diesem Balkon, weil wir ja draußen sind. Deswegen finde ich das jetzt halt alles nicht so dramatisch, ne? Aber finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und wie man sieht, das Wetter ist auch top. Sehr gut. Don't kid around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. Get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better, nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk. Angekommen. Wir haben hier perfekt einen Schirm und 3 Liegen haben wir uns natürlich direkt gesichert. Ich wollte Emily jetzt mal umziehen. Wir haben natürlich hier ihre UV-Sachen dabei. Wir bleiben aber auch nur bis höchstens 11:30 hier, weil der UV-Index soll sehr schnell sehr hoch werden. Ich glaube 9 oder so und dann direkt am Meer. Ich kann mich ja daran erinnern, als wir das letzte Mal hier am Meer waren und auch in Ägypten am Meer. Wir sahen jedes Mal beide aus wie verbrannte Quallen. Verbrannte Krebse. Und ich habe ja jetzt schon gut Sonnenbrand hier. Und ich will natürlich nicht, dass Emily auch Sonnenbrand kriegt. Deswegen werden wir uns dann an den Pool verziehen. Genau, aber ich wollte wenigstens einmal so kurz am Strand mal so ein bisschen ans Wasser gehen, dass die mal kurz ein bisschen ans Wasser kann.
ich bin echt kein Strandmensch mehr. Damals waren wir nur am Strand. Ich fand es so toll, aber irgendwie mittlerweile weiß ich, ich bin irgendwie eher zum Poolmensch geworden. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr so seid. Team Pool oder Team Meer? Ich weiß nicht. Also hier so lang spazieren ist voll okay, kein Ding. Aber dann wenn's ruhig ist, ne? Ja, aber auch wenn es leer ist. Also abends so am liebsten. Aber so schwimmen gehen schon mal gar nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Einfach weil ich Angst vor freien Gewässern habe. Also so vor einem See oder einem Fluss oder weiß ich nicht, Meer. Ich bin da einfach grundsätzlich kein Wasser, was nicht klar ist. Auf ja. Jeden Fall. Ich meine, das Meer könnte auch klar sein, aber ich weiß noch nicht mal, ob ich mich auf den Malediven ins Meer trauen würde. Also wahrscheinlich schon, aber wahrscheinlich auch nicht tief, weil ich dann halt auch wieder Schiss hätte, dass da zum Beispiel irgendwelche Tiere sind oder keine Ahnung. Bin ich einfach kein Freund mehr von. Ja, aber wir werden jetzt wie gesagt mal Sachen anziehen und dann gehen wir mal ans Wasser. Wir sind jetzt wieder oben vom Strand. Wir sind einfach, wie gesagt, absolut keine Strandmenschen. Jetzt haben wir gerade was gegessen. Wir mal gucken, ob wir gleich vielleicht noch ein Eis essen. Jetzt haben wir hier einen leckeren Eiskaffee. Wir hatten gerade... Was? Wir sind nicht seit gerade wieder hier erst oben. Wir sind nicht erst seit gerade erst wieder hier oben. Ja. Ja, wir sind schon ein bisschen länger wieder hier oben. Eine Stunde. So lange schon? Oh, okay. Ja, wir haben jetzt gerade eben noch einen alkoholfreien Mojito getrunken. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, unser Eiskaffee. Und ja, mal gespannt, ob wir irgendwann in unserem Leben hier heute noch in den Pool kommen, weil hier ist einfach alles komplett voll. Also wirklich komplett voll. Jede einzelne Liege ist belegt und ja, sonst werden wir gleich einfach so ins Wasser gehen. Das ist mir ganz ehrlich komplett egal. Ich meine, ich muss ja nicht auf eine Liege warten, ne? Ich kann ja auch so ins Wasser gehen. Nein? Ich kann nur mit Liege ins Wasser. Mit der Liege zusammen, ne? Ja. Ich hasse es. Wenn man einmal am Strand war, hat es vergessen, an den Pool zu gehen. Mittlerweile ist es sogar so, dass drei Leute sechs Liegen reservieren. Sechs Stück. Wofür? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum man so viele Liegen reserviert. Wir reservieren uns, wenn drei Liegen, damit wir Emily zum Beispiel auf eine drauflegen können, dass sie mal schlafen kann oder so. Oder, keine Ahnung, um da einfach nasse Sachen draufzulegen, dass sie trocknen können. Aber niemals würde ich so vier, fünf Liegen in Beschlag nehmen. Wofür? Finde ich halt einfach unnötig. Ich wollte euch jetzt ganz kurz noch was zeigen. Und zwar wurde ich unter anderem auf Instagram super oft gefragt, was wir eigentlich für einen Buggy haben, was wir vor allem mit in Urlaub nehmen. Und genau das ist das wunderschöne Exemplar hier. Und zwar haben wir hier einen von My Junior, und zwar den Pico 2. Ist wirklich sehr, sehr schön. Wir haben uns auch für die Farbe Grau entschieden. Man sieht, es jetzt leider schon ein bisschen dreckig geworden, aber gut. Aber das ist auf jeden Fall hier unser Buggy. Der hat einige Features, die wollte ich euch jetzt mal gerade ganz schnell zeigen. Ich hoffe, ihr hört mich noch durch den Wind. Falls ihr auch auf der Suche seid nach einem perfekten Buggy oder zum Beispiel nach einem perfekten Buggy für einen Urlaub. Denn das ist wirklich so unser kleiner Travel-Buddy. Den nehmen wir wirklich überall mit hin. Egal, ob wir nach Holland fahren, nach Belgien fahren, ob wir fliegen oder so. Weil der halt einfach super praktisch ist. Wir fangen einfach mal unten an. Und zwar hat man hier einfach eine ganz normale Bremse, wie bei jedem Buggy logischerweise. Dann hat man hier unten noch eine... ein Korb, genau. Da so ein Trittbrett dann, ne, für, wenn man das hier theoretisch runter machen würde, dann hat man hier einfach diese Knöpfe. So, wenn die Kleinen dann größer sind, können die natürlich an ihre Füße darauf abstützen, ne? Hier haben wir noch so einen Trenner, den man hier quasi festmachen kann, wenn ich es dann hinkriege mit einer Hand. Falls man die Kleinen jetzt irgendwie nicht anschnallen möchte oder so. Die Matte hier gehört nicht dazu, die habe ich von Amazon. Da könnt ihr ja dann sehr gerne mal vorbeischauen. Und sonst haben wir hier einmal ein Verdeck. Das ist jetzt einfach ganz normal zugemacht, aber hier gibt es noch einen Reißverschluss, womit man das Verdeck dann nochmal aufmachen kann. Dann wird es halt einfach doppelt so groß gefühlt. Ist auch nochmal ein guter Windschutz. Das hatten wir nämlich in Ägypten, weil da hat es nämlich tierisch gewindet und da war das abends immer so unser Lifesaver. Und hier oben gibt es nochmal so ein Netz. Da kann man dann die Kleinen auch noch sehen. Und da kommt auch noch ein bisschen Luft rein. Genau so ist das nämlich hier hinten auch noch. Da kann man das auch noch aufmachen. Da können sie auch noch ein bisschen Luft kriegen. Sie können noch was sehen. Also wirklich sehr praktisch. Kann man auch hier oben dann festmachen. Man rollt das einfach und dann kann man das hier mit einem Band dann oben festmachen. Dann hat man noch eine kleine Tasche hier, wo man noch Sachen verstauen kann. Hier gehört normalerweise noch ein anderer Becherhalter zu. Den haben wir jetzt nicht dabei, weil hier einfach auch mein Handy reinpasst. Das ist immer sehr gut. Aber sonst gehört hier natürlich noch ein Becherhalter zu. Da gehört noch ein, Tragerohr. Genau. Und eine Tasche? Ach ja, wo man den reinpacken kann, genau. Der ist halt auch perfekt für das Flugzeug. Also ihr könnt den so klein machen, dass ihr den quasi als Handgepäck mit ins Flugzeug nehmen könnt. Und das finde ich sehr, sehr praktisch. Gibt es sonst noch irgendwas Specialiges? Ja, erst mit einer Hand zuzumachen.
Genau, man kann den halt mit einer Hand zumachen. Und um das hier auch nochmal kurz festzuhalten, der hat Lichtschutzfaktor 50, der Buggy. Also da braucht ihr euch dann keine Gedanken zu machen, wenn die Kleinen dann mal ein bisschen länger im Buggy liegen. Da kann man dann hier oben zum Beispiel ein bisschen aufmachen, dass Luft reinkommt. Aber trotzdem sind sie halt vor UV-Strahlen geschützt. Und sonst haben wir hier halt nur noch einmal diesen, wie nennt man das denn? Das Ding. Emily benutzt es eher als Fußablage jedes Mal. Kann man aber einfach hier unten ganz normal mit einem Knopf hier drauf drücken und dann kann man das hier ganz normal rausholen und dann natürlich auch wieder reinmachen. Also wir lieben den Buggy, der ist wirklich super praktisch, der ist einfach zu handeln, der lässt sich super easy schieben, mit einer Hand problemlos, in der einen Hand ein Getränk, in der anderen Hand der Buggy. Also das ist wirklich sehr geil. Das machst du aber toll. Ja, der ist so wendig, das ist echt nicht normal. Ha! Das war aber mein Zeh. Ja, wenn ihr irgendeinen Buggy sucht, der wirklich perfekt für den Urlaub ist, kann ich euch den sehr ans Herz legen. Ich werde euch den mal unten in die Infobox packen. Da könnt ihr dann sehr, sehr gerne mal vorbeischauen, falls Interesse besteht, ne? Ja. Wir sind... Guten Tag. Hallo. Wir sind wieder im Hotelzimmer. Ja. Genau, wir sind mittlerweile wieder im Zimmer. Wir waren zwischendurch noch am Pool. Das hat auch alles zum Glück echt noch geklappt. Ich versuche mal irgendwas zu bauen, dass ich mich hinstellen kann. Hi. Emily sitzt hier im Buggy. Na, dann bist du nicht schon fertig. Es hat dann schlussendlich doch alles noch geklappt. Einigermaßen. Wir saßen da noch ein bisschen. Ich habe eine Stunde bestimmt noch, ne? Saßen wir noch am Tisch. Also es hat, wie gesagt, nur ein bisschen gedauert, bis wir dann letztendlich einen Platz gekriegt haben. Dann hatte Tim dann schlussendlich doch drei Liegen und sogar einen Schirm gefunden. Und dann sind wir runtergegangen und haben uns dann auch dahin gelegt. Emily hat die ganze Zeit noch weiter geschlafen. Und wir waren dann abwechselnd erstmal direkt im Wasser. Es musste einfach sein, weil es so warm war. Dann ist Emily irgendwann wach geworden. Haben wir Essen gegeben und dann waren wir später noch zusammen im Pool. Heute war das echt angenehm, ne? Ja, brauchst du noch was? Nee, also das Wetter war heute echt angenehm an sich, im Wasser, also fürs Wasser. Also sonst war es schon echt sehr warm irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es heute sehr geballert. Habe ich aber jetzt nicht mehr gefilmt, einfach weil ich jetzt nicht am Pool unbedingt filmen wollte, so die ganzen halbnackten Menschen da. So, jetzt war ich gerade eben duschen. Jetzt machen wir uns mal, also haben uns jetzt fertig gemacht, haben uns jetzt alle angezogen und jetzt muss ich noch meine Haare machen. Ich werde jetzt einfach einen Zopf machen, weil ich jetzt keinen Bock habe, damit irgendwas Besonderes zu machen. Ich habe im Urlaub eh nie offene Haare, einfach weil die mich immer nerven und durch die ganze Feuchtigkeit hier bleibt das eh alles nicht da, wo es hin soll und deswegen, ja. Wenn ich einmal glätte, dann war es das eh wieder. Spätestens bis ich dann draußen war und ein bisschen rumgelaufen bin. Und deswegen lasse ich es einfach direkt sein und mache mir am liebsten dann einfach entweder ein Zopf oder zwei Zöpfchen. Ich glaube aber, dass ich jetzt einfach nur Bock auf den Dutt habe. Dann werden wir jetzt zum Essen wandern und danach dann mal in die Stadt gehen. Bin mal gespannt. Auf der einen Seite habe ich halt null Bock, weil wir wahrscheinlich wieder von Gott und der Welt angequatscht werden. Und wenn man dann was haben will, weil es ins volle Kanne über den Tisch gezogen wird. Ich würde sagen, zumindest wenn du deutsch bist. Deswegen freue ich mich da nicht so drauf. Aber an sich, das ist schön. Ach, apropos über den Tisch gezogen. Wir wollten gestern, weil wir tatsächlich zu wenig Feuchttücher mitgenommen haben, ist uns auch noch nicht passiert, wollten wir jetzt neue Feuchttücher kaufen. Wir haben zum Glück noch Öltücher und so dabei. Ja, wollten dann neue Feuchttücher kaufen, sind dann hier im Hotel zu diesem Laden halt da gegangen, wo die Sachen halt verkaufen. Die haben da auch Windeln und alles. Aber davon haben wir zum Glück genug. Und dann holen wir die Windeln, gehen so zur Kasse. Was meint der Typ dann so? 5 Euro! 5 Euro! Für Feuchttücher. Für 5 Euro. Junge, Junge, Junge. Wie viele waren da drin? 46 Feuchttücher. Junge, da kriege ich, keine Ahnung, von Balea eine Packung mit, was weiß ich, 60 Tüchern oder so für 95 Cent. Ja gut, haben wir dann schlussendlich nicht gekauft, weil wir uns so dachten, ich gebe dafür bestimmt keine 500 Euro. 500? 5 Euro aus. Fühlt sich an wie 500. Ja, deswegen werden wir jetzt gleich mal in der Stadt gucken, ob wir da was finden. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt, ne? Wir haben zwar noch so feuchte Waschlappen hier. Die habe ich jetzt auch die ganze Zeit noch benutzt. So, ich mache jetzt noch Parfum drauf und dann
I need to breathe. Stop me for a second, I got needs. Occasionally, I set them free. Don't hold me back now, I'm in the lead. This partial cold life. This partial cold life. What a time to be alive. Lately, I've been dancing on my own, so pray. Nasi? Goreng. Hallo. Guten Tag. So, wir waren jetzt noch in der Bar, haben gerade einen schönen Cocktail getrunken, beziehungsweise Tim. Sex on the Beach. Ja, Cola getrunken und haben ein bisschen gequatscht. Wir haben übrigens auch zwei, drei Kleinigkeiten gekauft. Ich habe mir übrigens zwei Fußkettchen geholt. Ich bin voll happy. Ich wollte unbedingt welche haben. Jetzt habe ich welche. Emily schläft hier. Und jetzt sind wir langsam aber sicher wieder auf dem Weg zurück ins Hotel. Wir werden mal gucken. Hier ist jetzt noch so ein Mini-Bazar. Und dann ist es auch nicht mehr weit bis zum Hotel. Ich liebe es, hier einfach spazieren zu gehen. Erstens fühlt man sich hier irgendwie total sicher. Auch wenn man einfach so angequatscht wird. Aber ja, das sind die Unterhosen. Unterhosen. Da waren Leerzeichen zwischen Unterhosen. Okay. Ja, und auch so ist es einfach sehr, sehr schön hier. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel. Sieht überhaupt nichts, ey. Was ist hier dunkel? Das ist jetzt der Weg, den wir zum Hotel gehen. Hier ist gerade ein anderes Hotel. Tim ist voll im Feeling hier. Und das hier ist einfach jetzt schon unser Hotel. Also okay bei dir? Also okay bei dir? Kleiner Partygänger hier, du. Maybe we should hurry up and seal the deal. Tage später, wie ihr seht. Wir sind wieder in der gewohnten Umgebung. Wir sind wieder zu Hause. Und ich habe irgendwie komplett vergessen, den Vlog zu beenden. Ich sitze jetzt gerade hier, wollte den schneiden und sehe, ja gut, Vanessa, du hast den Vlog nicht mehr beendet. Ja, das lag einfach auch nur daran, weil wir waren ja noch in der Stadt und danach sind wir einfach gefühlt noch ins Bett gefahren. Wir waren nur noch in der Lobby, haben Wasser geholt und dann sind wir auch schon direkt schlafen gegangen. Und es ist einfach nichts mehr passiert. Am nächsten Morgen sind wir aufgestanden und direkt zum Frühstück gegangen. Ja, daher habe ich es leider total vergessen, aber ich hoffe natürlich, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Einfach so ein kleines bisschen ein Einblick in unseren Urlaub, der wirklich einfach zu 99% aus Chillen bestand. Weil wenn wir im Urlaub sind, dann wollen wir gerne wenn was machen oder chillen. Und da Emily einfach gerade mal 9 Monate alt ist, haben wir uns dafür chillen entschieden, statt irgendwas zu unternehmen. Weil, ja, als wir das letzte Mal in der Türkei waren, da haben wir zum Beispiel eine Jeep-Safari gemacht und die war saugeil. Aber für ein 9 Monate altes Baby ist das definitiv nichts. Und sonst wären nur zum Beispiel nur noch Bootstouren da gewesen, da ich ein bisschen seekrank bin, wäre das jetzt wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung gewesen. Und sonst gibt es halt leider nicht so viele Sachen, außer so richtige Action-Sachen. Und dann haben wir gesagt, machen wir das einfach das nächste Mal, wenn Emily dann ein bisschen älter ist. Wenn wir das nächste Mal in Urlaub fliegen, dann ja, ist sie schon fast 2. Deswegen, ja, gehen wir mal davon aus, dass es dann auf jeden Fall definitiv einfacher ist, mit ihr irgendwas zu machen. So haben wir dann halt einfach, also
einfacher mit ihr solche Sachen zu machen. Ne? Sonst hätten wir super gerne einen Städtetrip gemacht oder so, aber wir haben einfach nichts gefunden, womit wir irgendwas hätten machen können. Klar, wir hätten auch wahrscheinlich mit dem Bus fahren können oder uns ein Taxi nehmen können oder so, aber wir kennen uns da nicht so wirklich aus, was das angeht. Und dann haben wir gesagt, lassen wir es halt einfach sein, chillen dann halt einfach nur, waren halt ein bisschen unterwegs und so, aber das hat für uns dann in dem Augenblick auch gereicht. Ich meine, wir ziehen in 2 Monaten um und ein bisschen Erholung vor dem Umzug tut, glaube ich, auch mal ganz gut. Wir waren auf jeden Fall super happy, wir hatten einen richtig schönen Urlaub, die Rückreise lief auch ohne Probleme. Ich glaube, das ist die Hauptsache, ne? Also ich werde euch alle Infos von mir aus zum Hotel nochmal unten in die Infobox packen. Ist übrigens auch keine bezahlte Kooperation oder so. Schön wär's. Wir haben das alles selber bezahlt, das ist aber einfach wirklich nur eine Herzensempfehlung. Wir finden dieses Hotel einfach wunderbar, vor allem mit Kindern, und deswegen empfehle ich das sehr, sehr gerne weiter. Also lasst dem Video auch sehr gerne ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat, oder euer Feedback unten in den Kommentaren. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns dann sehr wahrscheinlich am Sonntag wieder bei einem neuen Video, und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Tschüss.